Herzlich willkommen bei Pokémon Revolution Online. What about Love? Eine Spezialfolge über die Insel der Liebe. Love Island ist das neue Urlaubsziel und wir werden gucken, was da so abgeht. Hab was im Hals, irgendwie ist das nicht so geil. Wer ist Walrus-Kastanie? Did you hear about my boss yet? I'm very strong. Okay, I don't know what your boss sagt. Ja, das ist so ein Ort, da gibt es viele irgendwie... Ich nehme mal starke Pokémon mit, ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich die brauche. Die Insel, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheißegal. Tentacool, dich wollte ich eigentlich trainieren, aber das kann ich auch irgendwann mal später machen. Oh mein Gott, ey. Leute. So, wir haben Stahlgast, Sengo. Sengo immer für Zupfang. Hippodon. Hippodon. Kann man den hier? Ja, den ich nehme ich auch nochmal mit. Red. Und wem denn noch? Wir haben so schöne, starke Pokémon. Hippoleon, weil ich's mag. Den Level 91 ist ja schon ziemlich gut. Ich merke, dass ich beim Aufnehmen immer so atme. Also so komisch irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das standardmäßig so mache, aber ich finde das ziemlich unnormal, wenn man das so hört irgendwie. So, hier ist Thor, hier ist Sailor John, hier ist The Love Sailor. Und hier ist erstmal der Pokestop-Man. Willkommen am Urania City Hafen. Hier, nimm diese komischen freien Items. Und das ist ein Super Repel und ein, wie heißt das nochmal? Ein Sonderbonbon. Hey, du, junger Trainer. Was weißt du über Liebe? Ja, du hast mich gehört. Liebe, 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 Liebe. Möchtest du mehr über Liebe herausfinden? Warum zeigst du mir nicht, dass du Kanto-Pokémon liebst? Naja, gut, gut. Du siehst aus, als wenn du Kanto-Pokémon liebst. Was sagst du? Du willst zu Love Island? Aber ich brauche erstmal 5000 Poké-Dollar von deiner Liebe. Okay. Okay, lass uns zu der Insel der Liebe. Das ist ein bisschen komisch, wenn er das so sagt. Ich vertraue ihm jetzt nicht so. Wow, hört diese Musik. Hallo junger Trainer. Willkommen auf der Liebesinsel. Starke Trainer kommen hier, um mit ihren geliebten Pokémon sich zu entspannen. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht gegen dich kämpfen wollen. Also, sei bereit für jede Art von Kampf. Okay. Metagross, guck mal, Metagross macht. Warum leuchtet das so? Oh, like that. Hey, man kann hier einfach ein bisschen. Man kann hier Bären sammeln. Der macht auf jeden Fall keine Fußspuren. Der fliegt wahrscheinlich über den Boden. Guck mal, das glitzert alles. Und ist so schön. Sind hier auch Bären drin? Komm schon. Ja. Kobabäre. Was kann das denn? Ich habe keine Ahnung, was das kann. Ho. Ding, ding. Oh. Ein schönes Bild. Ah, toll. Das ist übrigens meine Urlaubs. Wow, das ist so pink. Das ist. Tut dir in den Augen weh. Gucken wir mal, was hier so an Pokémon existiert. Drei, die ich noch gar nicht gesehen habe. Dratini im Wasser, Lapras im Wasser. Mantyrp. Das ist ja schöne Pokémon. Ja, das ist überwiegend Babys. Pichu. Wahrscheinlich, weil man hier nicht züchten kann, ist das ja sehr logisch sogar. Aber wer weiß, wie selten die sind. Mamfaxo habe ich auch gesehen. Was sagt uns dieses Häuschen hier? Sella Sara. Ich habe heute
Pokebälle und so weiter zu verkaufen. Das ist schön für dich. Ich tue mal Sangoose an erste Stelle, weil der kann immer schwache Pokémon schön schwächen. Mit seinen False Swipe. Oh yeah. Din, din, din. Spürt ihr die Liebe durch diese Musik? Ich spüre sie nicht. Ich spüre nur Zerstörung und Hass. War ich in diesem Haus drin? Ich war in dem Haus drin, oder? Oh mein Gott, das ist so schön hier. Hier ist niemand irgendwie. Keine Ahnung, ich sehe hier niemanden, der... hat der überhaupt eine Kopfnuss? Okay. No. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oh, Alabüs, Saganabüs, gibt's die hier? Nee. Das kann ja gar nicht sein. Hi, das ist süß. Warum kann ich die jetzt eigentlich nicht fangen? Das macht gar keinen Sinn. Mewtwo-Statue, das ist aber düster. Und ein Bett. Kann man sich hier heilen? Das wäre ziemlich lustig. Schade. Schade, schade. Oh mein Gott. Also wenn da etwas so gemütlich ist, muss ich immer auf Toilette. Aber ich werde mich beherrschen, okay? Ein Kaffee. Fernseher, der nicht angeschaltet ist, weil das ist hier so umweltbewusst. Ja, dieses... Das sieht man bei meinem neuesten FIFA-Karrieremodus-Let's Play. Hört man, das meine ich natürlich. Okay, ist das hier alles auf der Insel? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Hier ist bestimmt noch richtig was los. Er sagte, hier sind Trainer, die kämpfen möchten. Das heißt, hier müssen Trainer sein, die kämpfen möchten. Nehme ich jetzt einfach mal an. Oh, wieder so ein Teil. Mag ich gerne. Mag ich gerne. Oh, das sieht interessant aus. Rindobären. Was auch immer diese Bären alles können. Kann man ja so rauflaufen. Sehr unlogisch sah das aus, aber man kann's. Oh, wow. Okay, man kommt hier nicht ganz so weit. Muss ich erstmal rumlaufen. Und ein wildes Dodo erscheint. Das ist ja wunderschön. Ding, ding. Astrainer Afonso. Afonso, nicht Alonso. Weißt du, was? You see, I'm going to defeat that weak girl. Ich besiege dieses Mädchen. Die liebt ihre Pokémon nicht so, wie ich es tue. Lüge. Slash. Bam. Obwohl die beiden Pokémon eben draußen waren und gekämpft haben. Übrigens, sehr seltsame Sache. Anscheinend hatte der jetzt hier ein Anton Level 60 und ein Entoron Level 72. Wo kommt denn dieser Levelunterschied her? Hallo Camilla. Wofür lebst du? Ich lebe für die Liebe meiner Pokémon. Oh Mann, ich... Was ist das? Parfinesse. Ekelig. Kannst du irgendwas, was mir gefährlich werden kann? Ich mach lieber mal sofort Schwerttanz. Bevor ich hier getötet werde. Weil das nächste Pokémon Level 100 ist, oder was? Ich finde die Vorentwicklung von Sabayone, oder wie dieses Pokémon hier heißt, recht schick. Vom Style her. Aber dieses finde ich zum Beispiel richtig schlecht irgendwie. Das ist schlecht. Du hast den Kopf gewonnen. Fühlst du die Liebe? Fühlst du das Verlangen? Da war ein junger Trainer, der in diesem Haus lebte. Er ging auf eine Reise irgendwo in Höhlen. Er war... über einen magischen Ort besorgt, der von Togepis beschützt wird. Von einem Togepi. Wow. Wow, sehr dramatisch. Boah, Himmelsfeger. Den wollen wir gar nicht haben, den Himmelsfeger. Aber das ist schön zu wissen, dass es das hier gibt. Hier ist eine Treppe, die denkt, ich sehe sie nicht. Nur weil das hinter so einem Baum versteckt ist. Igli, Igli. Hallo, Manuel.
Wenn für dich nur Liebe zählt, müssen wir kämpfen. Oh nein, dieses Pokémon mag ich wirklich überhaupt nicht. Das ist ein Drecksvieh. Zack, das müsste sehr effektiv sein. Dankeschön. Ich mag dich nämlich nicht. Und das ist das zweite davon. Okay. Nein, ich habe auch so ein Schwertart gesehen. Das wird sterben, wenn... Oh, Mist, Kiste. Ene, Mist, Kiste. Wie werde ich dich vernichten? Okay, Marmor, Schwein und Eisen bricht. Hey, den Witz kenne ich, den habe ich immer gemacht schon. Erdbeben. Tschüss. Du brauchst mehr Liebe. Hey, du hast doch verloren. Du liebst deine Pokémon nicht stark genug. Guck mal das Wasser an, sah das die ganze Zeit über in dem Spiel so aus? Ey Mann, ich sehe nichts. Aha. Wo ist das Pokémon Center? Ich hätte gerne ein Pokémon Center. Deswegen musste ich mal eben auf diese wunderbar berührende Musik des Fahrrades wechseln. Ich dachte, hier ist eins. Ich war hier einmal irgendwie schon drauf, aber nur bis hier und dann bin ich wieder umgedreht irgendwo. Oder bis zum Pokémon Center. Dass ich doch eins gesehen habe. Play rough. Knuddler ist das doch, oder? Okay, ihr seht hier jetzt nochmal alles. Hier sind noch ein paar Häuserchens. Und hier, das meine ich. Bis hier bin ich irgendwie gegangen. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Guten Tag. Soll ich deine Pokémon heilen? Hier, aber pass immer auf sie auf. Astrena Gusta. Merrill. Knuddler. Könnte ich das irgendjemandem beibringen? Ah, machen wir lieber nicht. Oh yeah, er hat ein... Oh, dich habe ich dich überhaupt jemals im Leben gesehen schon mal? Damhirplex. Ich meine nicht. Er hat irgendeinen Gegenstand zwischen diesen Kristallen gefunden. Das heißt, es ist doch ein Zeichen, dass ich da... Kristalle züchten soll. Los! Slash! Ich hatte früher so ein Set, so Kristalle züchten Set. Aber das, ich kann, als Kind habe ich das gekriegt und niemand hat das mit mir gemacht. Dann hat mein Bruder mir die ganzen Chemikalien da drin geklaut, weil der das für irgendwas genommen hat. Der kann ja alles irgendwie. Ich sehe, du hast hart trainiert. Okay. Rock Smash. Kannst du Zertrümmerer? Oh. Oh, der mag mich nicht. Und das auf Love Island. Das ist ja echt traurig. Wieso macht er das nicht mehr? Muss ich ihm wohl mal ein bisschen Liebe geben, wa? Dann. Hallo Monika. I lost my innocence. Will you buy flowers for my funeral? Roses are okay. Indian? Das wäre auch nice, um es in ihrer Sprache zu sagen. Das ist eine Höhle. Die Höhle. Die ist sehr interessant. Leute, spürt ihr das? Hört ihr das? Ich war Fahrrad. Oh Mann. Zu Fuß ist mir das nämlich eindeutig zu langsam. Fahren wir hier rum und dann finden wir den Weg in diese Höhle. Aus dieser Liebeshölle raus, in eine Liebeshöhle rein. Das ist cool und überhaupt nicht gemein. Oh, falscher Weg, ich bin so doof. Bis jetzt kam nur Dodo. Irgendwie ist das hier nicht der richtige Weg. Mal wieder. Da oben muss ich lang. Keine Pokémon, die hier auftauchen. Highbowberry. Boah, ein Riesenkristall. Die erinnert mich an so ein Zelda-Gameboy-Spiel. So, konntest du dann einpflanzen oder wuchs daraus irgendwas. Eine Ranke einfach nur. Calm down, would you like to surf? Okay. Alles klar.
Habe ich Schutz dabei? Wahrscheinlich nicht. Oder? Oh, Pokédex ist nicht richtig. Ist das hier? Nee. Was ist denn Harbanberry? Warum ist das Fragezeichen? Das kann gar nichts. Evolit, Feuerstein, Expertengurt, Leftovers. Schöne Sachen haben wir hier. Sternstaub, Super Repel zweimal. Zweimal so ein Super Repel. Nugget einmal. Aber kein Top, kein Schutz. Außer zweimal, das ist nicht... Ach doch, ja, Repel. 27 Mal, wieso habe ich das so oft? Benutze ich den hier. Dididing. Da die Musik so egal ist. Was ist hier los? Oh, ist das ein besonderer Ort? Hier findet man ein Pokémon, das ich noch nicht kenne. Und Zubiris und Mushas im Wasser. Mushas, gracias. Oh, da konnte ich gar nicht konnte ich gar nicht zur Seite gehen. Oh, wer kann Kaskade? Das ist eine schöne Erkundungstour. Ja, Rock Smash funktioniert bei mir nicht. Oder doch? Oh, was ist Dazzling Gleam? Ich weiß nicht mal, was das ist, also nein. Komm später zurück. Okay. Ach, da wollten wir doch rum. Die denkt, sie kann uns verarschen. Diese Höhle scheint mehr zu beherbergen, als ich dachte. Wundert euch nicht, dass ich so leise rede. Ich dachte, das ist gut für Love Island, so ein bisschen ruhiger zu sein. Aber ist das überhaupt ein Raum, den man gut erforschen kann? Oder ist das hier nur so zum Pokémon-Fang? Oh, Goldini als Mund. Mew? Alter, jemand hat hier schon wieder Mew. Sense of Humor. Okay, hier ist nichts. Irgendwie kann ich mich an solch eine Situation erinnern. Habe ich sowas schon mal gemacht? So, komm mal her, Nummer 5. You use the Repel. Okay. Anstrengend, diese Höhlen immer, ne? Ich hasse Höhlen. Höhlen sind echt nicht so toll. Gibt es hier irgendein Geheimnis auf dieser Liebesinsel? Ist es ein Pokémon, das so für Liebe steht, außer Libiscus und... Und so... Ich weiß nicht, welches sonst. Irgendein legendäres oder so? Pokémon Liebe, Pokémon Hass. Das wäre doch krasse Edition, oder? Das sollte mal so eine Erwachsenen-Edition sein. Das wäre ziemlich cool. Aber das werden die nie machen. Habe ich so das Gefühl. Hallo, was für Geodude. Aber das hasse ich an Schutz. Das ist ziemlich schnell rum. Boah, ich hasse Höhlen mit so vielen... Eingänge. Ah, okay, das ist der einzige. So. Blub, 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 blub. Psyduck. Wenn dafür irgendwann mal das Pokémon kommt, das ich noch nicht kenne, dann ist das in Ordnung. Oh Mist, das ist irgendwie nicht richtig. Kann ich da nicht... Komme ich hier nicht durch? Ich komme hier nicht lang, das ist gar kein Weg. Warum sagt das keiner? Scheiße. Aha, so. Oh ja, Geodude. Das ist wieder kein Spaß hier. Da. Ich wünschte, ich hätte jemand mit Schaufler mit, damit ich das, Was hat mir das jetzt hier gebracht?
war's, oder was? Aber da unten ist doch eine Leiter und so. Ach, das ist, da kam ich her. Das war doch da von eben, oder? Da komme ich her, eigentlich. Aha. Okay. Verwirrend. Und das ist jetzt das Einzige, was es hier gibt? Da kann man Dazzling Gleam noch lernen und dann war's das, oder was? Ich dachte, hier kann man noch irgendwas Krasses machen. Ach, da unten zum Beispiel. Ha! Es denkt, ich habe es nicht gesehen. Aber hier ist ein Weg. Willkommen. Willkommen hier im Paradies für... Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Aber hier ist ein... Yes, I want to touch it. Wo bin ich? Wow, wo bin ich? Wow, wo bin ich? Wer ist es das? Pico Chilla, was geht? Privatresort? Interessiert mich nicht. Deine Kunst ist so wahnsinnig cool. Was kannst du? Kannst du irgendwas? Aha. Brennan. Doch, du bist totally a Goku Ripoff. Der sieht aus wie ganz am Anfang, wo man angefangen hat. Nerd-Phase. Nerd-Phase? Mhm. Aha. Du bist ziemlich cool. Was bringt das hier? Hä? I don't check, was das überhaupt hier ist, Mann. Ding, 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 ding. Privatresort, ja schön, aber was bringt mir das? Ich komme hier nirgendwo raus. Beziehungsweise, es bringt nichts. Hey, mein Name ist nicht Marvin. Oh, wollte ich gerade zu dir sagen, weil ich nicht lesen kann. C'est la vie, c'est la vie. Ja, tschüss. Charizard, Sherry, hehehe. The book is under the pillow. Charizard, Sherry, hehe. Back to work. Alles Verrückte. Alles Verrückte hier. Okay, anscheinend habe ich jetzt Pico Chilla schon angelabert. Chinchin. Chinchilla. Hydropi. Und du hier? Oh, da ist was. Oh, ich habe was gesehen. Leute, kann ich das surfen? Ich kann da nicht surfen. Das heißt, ich komme nicht an dieses Herz da oben ran. Traurig. Verarsche. Ich will das berühren. Muss berühren. Ja, ich habe einen Spot gefunden. Oh. Ich dachte, ich kann ja jetzt... Den Wasserfall der Liebe. Oh Mann, das ist ja sowas von... Und damit kannst du nichts machen. Okay. Keine Ahnung, was man hier machen soll. Aber es ist okay, es ist okay. War nett gemeint von dem Spiel. Privatresort. Ja gut. Was machen wir denn jetzt? Yes, I want to touch it. I want to touch it. 5. Hier kann man also irgendwelche seltene Pokémon finden. Das ist okay. Und dafür ist Love Island auch locker nur da. Auch wenn das 5000 kostet und dann du auch noch für Pokébälle hier bezahlen musst und so. Aber ja. Diamond Domain. Aha. Ach, hier kann man einfach komische Pokémon finden. Naja. Ein paar Trainer bekämpfen, die recht angenehme Level haben. Mit 60 bis 80, sag ich jetzt mal. Fairy Tale Girl, vielleicht sagst du nochmal was anderes. Nein.
Okay, damit würde ich sagen, ist diese Folge vorbei. Aber ich dachte, für einen chilligen Kurzurlaub auf Love Island ist es doch nie zu spät. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Hört euch nochmal die Musik an. Ja, eine Info. Man kann hier, wenn Evoli zufrieden ist, hier Evoli zu Feli nachentwickeln. Okay. Jetzt sage ich aber wirklich ciao.